Ja, Leute, wieder zurück hier auf unserem Channel. Begrüße euch recht herzlich wie immer. Und Leute, das Wetter ist wirklich heute richtig schön. Und ich habe auch gerade einen Kollegen getroffen, der mir auch ab und zu mal ein bisschen hilft. Da haben wir ein bisschen hier gequatscht. Habe ihm gesagt, ja, dass ich heute plane, die Kartoffeln reinzubringen. Und er sagte, ja, kannst du machen. Doch richtig gut. Gutes Wetter und so. Und jetzt kommst du, Leute. Ich glaube, das wird jetzt noch mal ein bisschen so durchwachsenes Wetter. Jetzt die 4 Tage, glaube ich, habe gesehen auf einer Wetter-App. Ich habe eine Wetter-App, wetter.com. Ohne Scheiß, ab nächste Woche Dienstag oder Mittwoch, also 20 Grad. 20 Grad. 20, 20, 21, 22, 23, 20, 21. Ey, die ganzen 14 Tage, was ich dann noch gesehen habe, so 20, über 20 Grad. Und das ist doch Wetter. Leute, das ist doch einfach mal Wetter. So muss es sein, oder? Oder was sagt ihr? Jetzt geht's los, Leute. Und, was soll sein? Ihr wollt wissen, was in mir im Gewächshaus passiert ist. Dann nehme ich euch einfach mal mit. Und das mache ich nämlich jetzt gleich. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns denn im Gewächshaus. Alles klar. So, dann gehen wir mal los. Gehen wir mal los, Leute. Da hat sich auch ein bisschen, aber nur ein bisschen was getan. Da gehen wir mal rein. Und hier ist ja eine schöne Dämse drin. Luftfeuchtigkeit, wie ihr sagt, 80-90%. Ja, das Problem ist hier mit den Tomaten. Da wird nichts. Da kommt nichts, weil die haben noch nicht mal die Temperatur. Ne? Also, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil das kommt. Das kommt jetzt irgendwann mal jetzt die Tage. Was gut gekommen ist, Leute, ohne Scheiß. Der Wirsingkohl, den ich ja umgetopft habe, kickt euch den mal an. Der ist richtig gut geworden. So, was haben wir hier denn noch? Auf der anderen Seite haben wir hier, da ist der Kohlrabi. Der ist auch richtig gut geworden, ne? Aber ich setze das noch nicht raus. Das ist mir alle zu früh. Ich will nicht den Fehler wieder machen, wie alle Jahre, dass ich das einfach mal zu früh raussetze und nachher feststellen muss, oh, das geht mir kaputt. Das geht mir dann kaputt. So, Leute, hier unten, was ich machen kann, die Erdbeeren, die knall ich auch raus. Die kommen ohne Spray, das kann ich auch schon machen. Aber heute sind erstmal die Dings dran, die Kartoffeln. Und hier, Leute, Blumenkohl. Guck mal da, was da kommt. Da kommt was. 1, 2 sägt da. Auch wenn da nur 2 kommen. Und da jetzt, da sind 4. Und hier habe ich dann auch nochmal 4. Das reicht. Und da hinten ist Salat. Das war Salat. Da, der kommt auch schön. Da hinten der Salat, der kommt auch. Und Leute, ja, ich glaube, Gartensalat oder was ist denn das für ein Schrott? Ist denn das? Kopfsalat ist das. Der habe ich schon Glück erwähnt. Der kommt ja auch. Und hier, Leute. Die Blumensamen, die ich gemacht habe, guckt mal. So ganz langsam, aber sicher. Ja, Leute, jetzt kommt's, jetzt geht's los. So ganz langsam geht das hier alles los. Aber ich sehe gerade, ich muss hier nochmal schnell mal ein Bad gießen. Ich habe überall gegossen, außer ich habe da das vergessen. Leute, wie gesagt, ich nehme mich jetzt mit zu den Kartoffeln. Das machen wir. Und bevor ich das mache, gieße ich schnell mal den Wirsingkohl. Hab jetzt mal die Kartoffeln erstmal rausgeholt, will ich euch mal zeigen, aber fragt mich jetzt mal bitte nicht, was das für eine Sorte ist, ich weiß nämlich selber nicht. So, die waren jetzt 2 bis 2,5 Wochen waren sie jetzt im Keller bei mir. Die habe ich ja hierher geholt, standen sie auch noch mal 2 Tage. Und ich nehme euch jetzt mit nach vorne zum Beet, werde Früchten ziehen und dann werde ich die reinsetzen. Und ihr seid dabei, bis gleich. Ja Leute, Kommando zurück. Mit den Kartoffeln, da soll ich mir noch Zeit lassen. Das heißt, ich hatte gerade ein Gespräch gehabt mit gegenüber, mit einer Gärtnerin. Die sagte zu mir, weil ich gefragt habe, oder gesagt habe, ich wollte eigentlich jetzt die Kartoffeln reinbringen. Die sagte mir, da soll ich aufpassen. Das Problem dabei ist, der Boden, der ist noch kalt. Und da die schon ausgetrieben haben, die Kartoffeln, kann es passieren, dass mir die Keime faul werden oder eingehen oder wie auch immer. Und die hat gesagt, das eilt mit den Kartoffeln nicht. Ich soll warten, wenn der Boden, also wenn nachts mindestens so 5-7 Grad hat. Und das werden ja jetzt die Tage auch so. Und ich denke mal einfach mal, wir warten da mit den Kartoffeln noch. Das rennt ja alles nicht weg. Ich bin aber so ungeduldig. Ich will immer rinnen. Und dann dachte ich, gerade bei den Kartoffeln habe ich ja immer so gemacht. Aber diesmal ist, glaube ich, ein bisschen alles anders. Weil das Wetter ist irgendwie ein bisschen anders. Von daher machen wir heute trotzdem ein Beet fertig, und zwar ein Erdbeerbeet machen wir heute fertig. Und dann gucke ich mal jetzt so mal rum, Unkraut habe ich ja Fülle, das muss ich ja irgendwann mal auch
zupfen und wie auch immer. Das werden wir mal machen. Da hinten da die. Ah, ja, servus. Ja, und von daher kann ich dies und jenes machen. Fällt ja immer Arbeit ab und ja, Leute. Wie gesagt, ich nehme euch gleich mal mit zu den Erdbeeren. Bis gleich. Ja. Leute, hier seht ihr ja die Erdbeeren, ne? Die habe ich ja mal gekauft von, wo hat Nico von, wo waren das da? Von Repo. Die hatte ich ja zu Hause dann noch gehabt, dann hatte ich sie jetzt eine Weile im Gewächshaus. Dann sind sie auch noch mal ein bisschen hier gekommen. Die blüht da so ja schon. Und jetzt habe ich gerade damit angefangen, das Beet herzurichten. Das werde ich jetzt mal weitermachen. Gucken, ob ich denn halt zwei Reihen rauskriege. Je A, 6 Erdbeerpflanzen. Ich denke mal, müsste eigentlich reichen. Von der Länge her. Und ich nehme euch mit. Lass euch jetzt mal ein bisschen im Zeitraffer mitlaufen. Und ja, habt den Spaß. Ne? Schön. Das ist das Endprodukt. Wie sieht es dann aus? Ja, jetzt ist so, soweit eigentlich fertig. Und ja, habt das ein bisschen versetzt. Hier buddelt da und ja, von mir aus kann ich jetzt sprießen, hier dahin. Und ich hoffe, dass ich diese sehr schönen Erdbeeren habe. Na, gegossen habe ich auch gleich und mein Finger sieht man, ist so schön. Und ja, das wird erstmal gewesen von meinem ersten Beet dieses Jahr. Garten 2023. So schön, guck mal. Ja, na gut, die Ecken, die sind halt nicht so gut aus, aber das ist das erste Beet, von daher bin zufrieden. Na denn, guck mal, was ich jetzt noch mache. Ansonsten denke ich mal, ich warte jetzt noch 2-3 Tage ab und dann kommen die Kartoffeln drin. Ja, was mache ich heute noch? Naja, denke mal, Moment. Ja, ich denke mal, dass ich heute noch ein bisschen mal zwei Beete mache. Vielleicht hier hinter mir, da sind noch ein paar Beete zu machen. Die mache ich ein bisschen sauber und gerade raus hier zupft und dann wartet für heute. Ansonsten ein bisschen relaxen, das Wetter genießen und also ich habe noch schon Kaffee da. Leute, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben da lassen und Abo nicht vergessen. Dankeschön.